Kommt er von der Arbeit, habt von dem ständigen Sitzen Beschwerden im Rücken und im Nacken sowie Schultern und sollt euch dann aufs Rudergerät setzen, um genau das zu verhindern? Ich erkläre euch, warum das genau das Richtige ist. Mein Name ist Lars Wiechert, ich bin euer Athletics Coach und sage euch, warum das Rudergerät oder das Rudern genau das perfekte Training ist, um diese Beschwerden zu lindern. Arbeiten im Büro erfordert häufig stundenlanges Sitzen. Das führt zu Rückenproblemen und auch zu Muskelverspannung. Rudern kann dabei die ausgezeichnete Medizin sein, um die Körperhaltung zu verbessern und auch um die Ausdauerleistungsfähigkeit und die Konzentration anzuheben. Rudern ist eine dynamische Ausdauersportart, bei der vor allem die Rumpfmuskulatur, also Bauch und Rücken, genauso wie die Nacken- und Schulterpartie gestärkt wird. Genau das, was beim Bürojob vernachlässigt wird, können wir hier mit unserer Ruderarbeit entgegenwirken. Wir haben eine bessere Haltung durch einen Muskelaufbau und auch durch die Ausdauerleistungsfähigkeit, die wir mit dem Rudern schulen, können wir unsere Stimmung und auch die Konzentration anheben. Durch ein ständiges Sitzen am Bürotisch oder im Stuhl werden die Beinvenen abgedrückt, weshalb eine geringere Durchblutung in den Beinen entsteht, was auch zu Schwellungen führen kann. Durch die dynamische Bewegung und die Ausdauerfähigkeit, die beim Rudern geschult wird, haben wir einen erhöhten Blutfluss, dadurch, dass wir eine körperliche Aktivität haben. Der erhöhte Blutfluss kann Schwellungen in den Beinen genauso wie Krampfadern reduzieren. Rudern ist eine Ausdauersportart. Durch die körperliche Aktivität werden Glückshormone ausgeschüttet, die uns dabei helfen, energiegeladener zu sein und auch ein besseres mentales Gleichgewicht zu haben. Aufgrund der Ausdauerleistungsfähigkeit verändert sich das kardiovaskuläre System. Das heißt, wir haben einen höheren Transport an Sauerstoff, haben einen reduzierteren Ruhepuls und ein höheres Schlagminutenvolumen. Das heißt, diese Punkte führen dazu, dass wir mehr Energie haben, besser auf Stress reagieren können und auch gelassener und energiegeladener am Arbeitsplatz sind. Weitere Tipps und Hinweise, die man im Alltag verwenden kann, um am Arbeitsplatz zum Beispiel gesünder zu sein, ist es, dass man das Verhältnis von Höhe des Schreibtischstuhls zum Bürotisch ändert, so dass man aufrecht sitzt und gar nicht erst zusammenfallen muss. Des Weiteren einfach darauf achten, dass die Körperhaltung richtig ist. Durchs Rudern zum Beispiel können wir die Schultermuskulatur stärken und fallen gar nicht mit den Schultern zusammen, sondern achten einfach mal drauf, dass wir sie so ein bisschen nach hinten ziehen. Durchs nach hinten ziehen der Schultern richtet sich auch schon der Oberkörper auf, das heißt, ziehen den Bauchnabel so ein bisschen ein und spannen auch den Rücken an. Das wäre auf jeden Fall ein Punkt, auf den man im Alltag sehr gut achten kann. Des Weiteren aktive Pausen. Gerade wer zu Hause im Homeoffice ist, wird merken, dass die aktiven Pausen bzw. der gesamte Bewegungsalltag sehr reduziert ist. Deshalb nutzt eine aktive Pause von mindestens einer halben Stunde, die ihr zum Beispiel auf Ruderergometer verwendet, um euren Alltag wesentlich aktiver zu gestalten. Ihr werdet merken, selbst eine halbe Stunde Sport am Tag, die WHO empfiehlt zum Beispiel an mindestens 4 Tagen die Woche 30 Minuten körperliche Tätigkeit, das heißt, mit dem Rudertraining in den Pausen werdet ihr merken, dass ihr fitter werdet und auch einfach energiegeladener und konzentrierter am Arbeitsplatz sein könnt. Wollt ihr eure Mittagspause auch aktiver gestalten oder habt Bock, einfach das Rudergerät zu testen? Dann guckt doch einfach mal bei Athletics und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare rein, wir antworten.